Herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy USN mit Arezo. Ich bin Arezo und Alien-Granaten sind fertig. Sehr schön. Achso, neue Projekte brauchen wir ja gar nicht. Die Gießereiforschung ist ja anders als die andere. So. So. Wir haben wieder unseren Trupp vollzählig. Ah ja, die Granate ist fertig. Das wurde ja gerade eben angesagt. Das heißt, wir machen den Angriff auf die Basis in Nordamerika. Schotzi ist nicht dabei. Obwohl eigentlich. Na, wir hatten jetzt immer Pitbull mit bei. Da, Pitbull ist jetzt wieder dabei. Aber wenn Schotzi da ist, dann. Naja, sonst hatten wir jetzt immer zwei Unterstützer bei. Und das gefällt mir eigentlich, weil wenn ein Unterstützer fällt, kann der andere ihn aufheben. Und das ist schon ganz cool. Okay, tut mir leid, Pitbull. Saturn ist mit dabei. So. Und Schotzi, du musst eine deiner Granaten abgeben. So. Damit du den Pulsbogen mitnehmen kannst. Ja, da würde ich ganz gerne auch aufrüsten, aber uns fehlen eben immer noch die. Wie heißen sie doch? Die Waffenfragmente. Okay, die Laserpistole, das kleine Gewehr haben wir. Bishop hat das große Gewehr, ne? Ja, das einzige, das wir bisher davon abbeuten konnten. Können wir ein anderes noch herstellen, eventuell? Partikelkanone, nein. Plasmagewehr. 140 Mark, aber das können wir freimachen. Das ist kein Problem. Schwarzmarkt besuchen. Exoid-Artefakt. Hat keinen Wert für die Forschung, kann verkauft werden. Die Artefakte, die wir aus dem Exoid-Stützpunkt geborgen haben, sind sehr vielfältig und haben zweifellos einen großen symbolischen Wert für Exoid. Es scheinen weder Repliken noch moderne Gegenstände darunter zu sein, was nahelegt, dass Exoid auf eine lange Geschichte im Verborgenen zurückblicken kann. Der Schädel ist besonders rätselhaft. Könnte es sich um das Ergebnis eines internen Machtkampfes handeln? Was? Haben wir jetzt einen alten Neandertaler-Stamm ausgerottet? Ich glaube, das Ingenieurteam ist ziemlich aufgeregt. Sie freuen sich vielleicht mehr auf die neuen Waffen als unsere Truppen. Welche neuen Waffen? Wer sagt hier, dass es neue Waffen gibt? Hier gibt es keine Waffen. Plasmagewehr wird gekauft. Oh, jetzt wird es erst getestet. Ich meine, klar, Bishop hatte es schon im Einsatz, aber... Der nackte Muton wird erschossen. Sehr schön. Und jetzt geht's aber tatsächlich los. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Hier haben wir Saturn. Saturn bekommt ein richtiges Gewehr. Gut, dann sind wir soweit bereit. Ja, nur die schweren Truppen und die Stürmer haben jetzt noch die Laserwaffen. Dann sind wir mal gespannt. Ich habe nicht mehr wirklich im Kopf, was jetzt da passiert. Ich erinnere mich aber noch einigermaßen an den Komplex. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Auch wenn sie kybernetisch aufgerüstet sind, können Mech-Kämpfer noch immer mit Medikits oder aufgerüsteten Pulsbögen geheilt werden. Wir konnten mit dem Generalschlüssel in den Alien-Stützpunkt eindringen. Laut Analyse sind viele Gegner präsent. Gehen Sie mit größter Vorsicht vor, Sie können diesen Einsatz nicht abbrechen. Durchdringen Sie die Abwehr der Basis, neutralisieren Sie alle Invasionstruppen. Wenn möglich, finden Sie den Stützpunktkommandant und nehmen Sie ihn gefangen. Soweit ich mich erinnere, gibt es hier ein paar Hochhausstellen, die wirklich wunderbar für einen Scharfschützen sind. Weswegen ich auch ausnahmsweise einen Scharfschützen mitgenommen habe. Wie es aussieht, übernimmt es auch das Kommando und ich finde, das ist ganz passend. Hat von ihrer Scharfschützenstellung immer den. Weiß, was sie mit diesen Leuten anstellen. Noch ein Grund mehr, sie in die Hölle zu schicken. Los jetzt. Hat von ihrem Scharfschützenstand aus immer den besten Überblick. Also. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Hallo?
Bewegung. Mhm. Feind in Sicht. Okay. Mechdoid und Sektoid. ...90% Chance, den Sektoiden zu treffen. Bam, weg. X-Ray neutralisiert. Okay, ich bohrte mal dorthin. Ah, verdammt nochmal! Ich vergesse immer wieder, oh Gott, dass die sofort ihren Reflexschuss aktivieren können. Immer und immer und immer wieder. Ich lern's auch nicht. Okay. Gehen wir auch hier mit hin. Ich weiß nicht, ob der Granatenäquivalente hat. Ist aber möglich. Und dann ist das hier ein Problem. Und Schotzi schicken wir mit hier. Okay, noch weiter nach vorne will ich eigentlich nicht. Obwohl es ganz... Okay, wir gehen hier hin. Ich hoffe, dass ich nichts weiter aufdecke. Ich will nur das Feuer auf mich ziehen. Und da ist mehr. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Das ist das Ungünstigste, was man im Prinzip machen kann. Leute aufdecken mit dem letzten Zug, den man macht. In einer Runde. Und... Okay, der läuft nur. Wunderbar. Da kommt der Schild. Ordnung. Gehen wir mal mit Gabelstapler hier hin. Und bam. Dadurch bekommt der noch 3 Schaden. Sehr schön. Wir haben nur einen Schuss mit Omega jetzt, weil sie sich im letzten Zug bewegt hat. Aber der eine Schuss haut ja schon mal. Moment. Doppelte Portion. Einheit hat sich diese Runde noch nicht bewegt. Achso. Diese. Achso, das ist einfach nur nicht kombinierbar mit der Fähigkeit, die man statt Truppsicht nehmen kann, oder was? Okay, dann ist wirklich nur die Abklingzeit das Limit hierfür. Gut zu wissen. Ich ging bisher davon aus, dass sie dafür schon am Anfang der Runde dort gestanden haben müsste. Okay, du gehst ein Stück nach vorne, weil du noch nicht genug Schaden genommen hast. Saturn hinterher. Ach, verdammt. Okay, ich hoffe, dass sie von dort aus heilen kann. Kann sie, sehr gut. 6 Trefferpunkte, ist immer noch nicht auf Max-Level. Da würde sie dann ja die 10 Punkte heilen. So. Rennt weiter weg. Merkwürdige Strategie. Nicht wirklich das, womit ich jetzt gerechnet hätte. So, nachladen. Wir lassen Lefebvre hier hingehen. Und auch nachladen. Bishop rennt hier mit hin. Papa Bär rennt hier mit hin. Saturn schicken wir hier hin. Und Schotzi. Wo schicken wir Schotzi hin? Schotzi schicken wir hier hin. Ich hoffe wirklich, dass er da nicht von der Tribüne hier flankiert werden kann. Holt der Verstärkung aus dem Raum dort? Hallo? Hallo? Hallo?
Okay, scheint tatsächlich einfach weggerannt zu sein. Okay, dann hinterher. Ich hoffe, das machen hier nicht alle Gegner. Denn so viel Zeit habe ich für die Sitzung heute nicht. Wahrscheinlich versteckt sich der Mechdoid hier hinten. Mit einer großen Bombe und dann sprengt er alles in die Luft. Ich habe mich inzwischen erinnert, das ist nicht die Basis, die ich im Kopf hatte. Das ist eine, bei der ich jemanden verloren habe. Nicht durch mein Verschulden, sondern durch eine ähnliche Situation wie eben im, also in der vorletzten Folge im Exoid Hauptquartier. Hier hinten ist jemand kritisch verwundet worden und runtergefallen und konnte nicht geheilt werden. Ich fand das nicht witzig. Und du läufst mal bis hier. Okay, da hinten sind Gegner. Auf die werden wir auch noch stoßen, aber... ist der jetzt ernsthaft einfach umgangen? Ich laufe mal da hinten durch und dann komme ich wieder von hinten. Das ist... Okay. Ja, Chef. Ja, Chef. Da klang sie auf einmal deutscher, als sie eigentlich ist. Verstanden, Commander. Oh, wir bekommen ihn ins Visier. Hätte ich das mal vorher gemacht, dann hätte ich den mit Lefebvre ärgern können. So, 3 Schaden durchs Niederhalten. Ich dachte, das sind standardmäßig die 2, aber okay. Komme ich hier leider nicht ins Visier. Hier komme ich nicht in die Deckung, wie ich gern würde. Okay, wir schicken Shotzi hier hin. Ich will hier vorne nämlich auch weiter aufpassen dann. So, wenn der nach vorne kommt, dann bekommt er ein Problem. Ich glaube nicht, dass er nach vorne kommt, aber ich bin vorbereitet, falls doch. Und... sehr gut, 9 Schaden ist nicht schlecht. Okay. Gut, wir gucken einfach mal hier vorne weiter, was da so ist. Solange der uns nicht angreift, kann der ja hinten sich rumtreiben, ne? Ich befürchte, ich gehe mit dem viel zu lax um. Könnte durchaus sein, dass uns das später nochmal beißen kommt. So. Okay, Papa Bär, geh mal bitte hier hin. Okay, nachladen. Du gehst auf Feldposten. Also ich versuche jetzt mit Papa Bär zu finden und dann mit Lefebvre auszuschalten. Aber zuerst einmal schauen wir, was hier ist. Ein Kontakt ist da. ...86% Chance. Mit einem Crit können wir ihn erledigen. Das wird ein Treffer. Das wird kein Treffer. Es sah aus, als würde es ein Treffer werden. Targeting System Malfunction. Okay, Saturn wollen wir hier nicht. Wir wollen hier Shotzi. Ja, 80% Crit-Chance. Aber eventuell ist Schnellfeuer besser, weil mit dem Crit glaube ich nicht, dass wir so viel Schaden machen würden.
Ja, 9 Schaden mit dem Schritt. Und der zweite geht daneben. Ganz toll. Mhm. Drücke aus. So, du gehst auf Feldposten. Saturn schicken wir hier hin. Bam, weg. Und Bishop kommt hier hinterher. So, Feldposten. Ebenfalls Feldposten. Oh, verdammt, der... Okay, ich hätte gedacht, dass der da flankiert. Offenbar nicht. Ernsthaft? Okay, verursacht bis zu 8 Schaden und wir brauchen 8 Schaden, um den zu erledigen. Hoffen wir, dass wir treffen. Bam, getroffen. Wir verlieren doch nicht am Boden, wir haben gerade wieder jemanden... okay. Okay, wir gehen zuerst einmal hier hin und gucken, was wir dann so sehen. Wir sehen zu wenig. Dann gehen wir mal hier hin. Jetzt sehen wir den. Und der ist sogar in normaler Sichtweite offenbar. Leider können wir ihn trotzdem nicht einfach so erledigen. Wir müssen mit der doppelten Portion schießen. So, gab eine 1 zu 100 Chance, dass er nicht getroffen wird, aber das Risiko war akzeptabel. So, ich würde sagen, wir laden mal alle nach hier hinten. Hier vorne. Die anderen müssen jetzt so langsam nachkommen, weil wenn hier drin geschossen wird, kann Omega überhaupt nichts machen. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass alle Leute hier rausrennen. Einmal bis hierhin sporten, bitte. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier finden. Hier nichts. Ich denke, das hier wäre eine ganz gute Position dann. Wenn wir Omega dahin bringen können, dann können wir weitermachen im Prinzip. Du gehst mal mit hier hin. Und lädst nach. Du gehst mal hier hin. Und geh. Upsi. Wir decken viel zu viel auf immer. Also viel mehr, als ich immer einschätzen würde, dass wir aufdecken. So, Feldposten. Voll, ja. Ich glaube, da haben wir noch gar keine Bewegung drin gehabt. Da hätten wir also noch was machen können. Wie bitte? So, okay. Omega, wie weit kommst du? Nicht weit genug, aber fast. So, du gehst bitte bis hierhin. Im nächsten Zug schicken wir die Leute hier vorne hin, damit sie das Ganze absichern können. Und dann kann Omega eben ihren neuen Posten einnehmen. So. Scharfschützen sind schon großartige Killer, aber sie brauchen eben auch eine gewisse besondere Pflege immer. Damit sie effektiv sind. Achso, das sind dünne Männer. Tja. Und da hinten Drohnen. Okay. So lange keine dünnen Männer mehr gesehen. Ich habe gar nicht mehr mit denen gerechnet. Und Drohnen alleine sind auch merkwürdig. Okay. Dann. Bam, weg. Vielleicht sollten wir uns erstmal um die dünnen Männer kümmern.
Verstanden, Commander. Kann ich eine Granate hier rüber werfen? Ja, kann ich. Aber ich gucke mir erstmal an, was sie so für... Okay, 75% Chance ist eigentlich nicht schlecht. 80% Chance geht auch. Mit Bishop sollten wir hier ebenfalls eine gute Chance bekommen. So. 90% Chance für beide. Nehmen wir den hinteren. Bam, weg. So, Schotzi flankiert und kriegt eine 100% Chance, deswegen bam, weg. So, Omega lassen wir mal hier hinlaufen. Das Einzige, was jetzt eben noch da ist, ist die Sonde und ich bezweifle, dass die Sonde wirklich so viel Schaden anrichten kann. Besonders nicht, wenn man hier in voller Deckung ist. Ich meine, klar, sie ist eigentlich in halber Deckung, aber für sie zählt halbe Deckung eben als volle Deckung. Und... Bam, weg. Sehr schön. Gabelstapler, geh mal hier. Nichts Böses zu sehen. Papa Bär, folge mal bitte. Das ist eine wirklich tolle Rüstung sein, die den Leuten ermöglicht, so einfach runter zu hopsen immer. So, hier noch der Sport hin und das ist das Weiteste, was ich jetzt in diesem Zug gehen werde. Was in Gottes Namen machen die da? Ich wollte es nicht glauben, aber offensichtlich führten die Aliens Experimente an den Entführten durch. Was haben sie damit nur bezweckt? Was könnten sie wohl bezweckt haben? Ich meine, wir wissen sehr wenig über die Aliens und darüber, wie sie mit Lebewesen verfahren, ne? Ich nehme an, die werden unter höchsten ethischen Standards einfach nur das Schlafverhalten der Menschen untersuchen. Was anderes fällt mir wirklich nicht ein, was sie machen könnten. Ach Gott. Ich meine, ich verstehe schon, die wollen sagen, ja, wir müssen hier wirklich Informationen sammeln. Aber das sind Wissenschaftler, verdammt nochmal. Die sollten eine gewisse Theorie haben. Vielleicht ist es auch, wirkt es auch einfach nur viel zaghafter in der Übersetzung, weil es klingt ja auch so, als hier dieses, ich wollte es nicht wahrhaben, das klingt ja schon so, als hätte sie die Idee gehabt. Aber eben die Konklusion klingt immer noch so verdammt zaghaft. Hier müssen wir auf jeden Fall direkt wieder loslaufen. Schrei nicht so. Ja, wir rennen hier hin. Damit haben wir zumindest so ein bisschen Deckung. Klar, wenn jetzt hier jemand kommen würde von der Seite direkt, dann hätten wir keine Deckung. Aber da steht ja Gabelstapler, also kein Problem. Sack sur sack. Ich glaube, die Folge wird überzogen. Aber dadurch, dass ich gerade zwei Folgen zumindest auf Vorrat habe, denke ich, ist das in Ordnung. Ich will jetzt nicht mitten in der Folge unterbrechen. Ich versuche das nicht zu machen mehr. Nicht mitten in der Mission unterbrechen. Okay, ein Berserker und ein Muton. Damit kommen wir klar. Schotzi? Also Schotzi ist ganz hinten. Hm. Okay, gehen wir mal hier hin. Dann können wir den wunderbar flankieren. Oder auch nicht. Ich finde es so merkwürdig, wenn die eigentlich hier direkt in Sicht sind, aber trotzdem irgendwie es schaffen, außer sich zu bleiben. Okay. There. 50% Trefferchance. Then
Ich hoffe, dass ich hier durchschießen darf. Okay, noch ein paar Sonden. Nicht wirklich das Ziel, das ich ins Visier nehmen wollte. Feldposten. Auch Feldposten. Und wir lassen Gabelstapler tatsächlich ein paar Schritte zurückgehen, weil ich nicht weiß, wie stark der Dings da zuschlägt. Der Berserker. Und bumm. 2 Schaden. Wunderbar. Ach Gott. Verstanden, Commander. So, ist mir keine richtige Munition wert. 60% Chance nur. Was hätten wir denn mit der richtigen Waffe? Auch nur 60. Na dann nehmen wir die Pistole dafür. Und... ich weiß nicht, wo der hingezielt hat. Daneben, das ist nicht gut. Ich hoffe, dass der hier nicht rüberhopsen kann. Das sieht aber fast so aus. Daneben, das ist nicht gut. Okay, alles gut. Autsch. Okay, 7 Schaden. Das halten wir noch aus. Daneben. Ich mag diesen wirbelnden Sound, wenn die schießen. Ich mag es nicht, wenn sie treffen. Okay, wir gehen hier hin. Wir schießen. Das war ein Gratisschuss. So, wir schießen nochmal. Und selbst wenn wir nicht treffen, läuft der auf uns zu. Und eventuell läuft er weit genug, dass Nahkampfspezialist nochmal... warum läuft der nicht? Schießen wir eben nochmal. So. Das hatte ich auch wieder vergessen. Wenn er, wenn seine erste Aktion Schuss ist, dann darf er nochmal. Ist auch ziemlich cool. 62% Chance. Hm. 84% Chance. Das ist doch anständig. Und jetzt erledigen wir den garantiert mit Deckungsfeuer. So. Und Schotzi hat immer noch Schüsse offen. Na dann. Okay, 42. Was haben wir mit der Pistole? 63. Daneben. Nicht so schön. Gut, nehmen wir zuerst den dort. Erledigt, sehr schön. Und... verdammte Laserpistolen. Aber, oh, doppelte Portion gilt auch für Pistolen, sehr schön. Okay, dann ist jetzt Nachladezeit. Nein, Moment. Hier, gehen wir auf den richtigen Feldposten. So. Und warum darf ich hier nicht nachladen? Achso, weil ich auf der Pistole. Weil ich die Pistole noch gewählt hatte. Okay. Nachgeladen. Nachgeladen. Ja, lad mal nach. Du gehst hier hin. Da musste ich jetzt natürlich überlegen wegen des High-Ends. Auch wieder die Pistole ausgewählt. Warum benutze ich heute so oft die Pistole?
Gut, weil so viele kleine Gegner da sind, ja. Okay, da hinten ist etwas. Okay, bis hierhin können wir ohne zu spoten. Ich würde übrigens, wäre ich dieser Trupp nicht einfach so durch diese Strahlen laufen, aber okay. Also ich würde mich generell einfach weigern, auch wenn die Befehle kommen. Und was ist das hier draußen eigentlich? Gehört das zum Schiff? Ist das ein Teil des Schiffs? Teil der Crew, Teil des Schiffs. Ein riesiges Tentakel gewesen. Hier geht's nicht wirklich weiter. Dann kann sie auch einfach bis hierhin laufen. So, wunderbar. Ich denke, es wäre ganz gut, wenn wir Schotzi vorne haben. Weil sie den Betäuber bei hat. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier zum ersten Mal auf einen Ethera treffen. Oder was da hinter der Tür ist. Aber ich denke, es wäre ganz gut, wenn wir es fangen. Besonders, weil es eben im Missionstext stand. Wenn möglich, den Kommandant fangen. So, und Saturn läuft nur bis hierhin und heilt sich bitte. Geht auch... Ah, nee, doch nicht. Ich wollte sagen, geht genau auf, aber habe mich da verschätzt. Das waren 7 Schaden, die sie eingesteckt hat. Okay, du stellst dich mal bitte hier hin. Und... So... Gut, da hinten ist irgendwas. Schotzi, mach mal bitte die Tür auf. Hallo. Super Schweber. Nervige Viecher. Okay, bekommst du jemanden ins Visier, Omega? Ja. Und bumm. Und direkt noch ein Versuch bitte, nochmal mit 89%. Bam. Wir haben da auch irgendwas kaputt gemacht, aber ich denke, damit kommen wir klar. Das war jetzt nicht unbedingt das Wichtigste für uns. Nur eine 10% Crit-Chance. Chance, verdammt. Okay, wenn wir hier hingehen, wird es nicht wirklich besser. Ne? Eventuell können wir den gar nicht mehr treffen dann. Wir können mal den Elektroimpuls probieren. Verdammt, das trifft auch meine Leute. Dann wollen wir das nicht wirklich. Okay, mit einem Crit könnten wir da einiges an Schaden anrichten. Aber wir treffen nicht mal normal. Bam. Gut, Papa Bär. Die Dinger sind explosiv, ne? Ich sollte den da also nicht ranstellen. Aber wir können Deckungsfeuer liefern. So. Und Saturn schicken wir hier hin. Mal sehen, ob sie da schießen darf. Darf sie tatsächlich. Und 65% Trefferchance. Yay. Okay. Der wird sich höchstwahrscheinlich bewegen. Und dann kommt der Reflexschuss. Also.
daneben. Nicht so schön. Ist auch der einzige Reflexschuss, den wir jetzt hatten. Okay, der ist eventuell erledigt. Ja, okay, nur weil die Zielscheibe um den rum ist, heißt das nicht, dass es treffen wird. Ein weiterer Mechtoid und ein Sektoid. Okay. Diesmal sollten wir darauf achten, der ist auf Feldposten. Omega, was sagst du? Präzisionsschuss. Ah ne, wir kriegen nur den da ins Visier. Ha, na gut, dann versuchen wir das mit 99%. Erledigt. Und 6 Schaden. Schon mal ein guter Anfang, aber mehr nicht. Wir brauchen aber mehr als einen Anfang. Nochmal 7 Schaden. Wunderbar. Tja, irgendjemand wird wohl hochlaufen müssen. Sorry, Gabelstapler. Ist dann wohl dein Job. Keine Sorge, Bishop heilt dich demnächst. Sehr gut. Nicht getroffen. Die eine Energiequelle ist beschädigt, aber die kann man sicher reparieren. Boom. Steht er noch? Nein. Okay. Da hinten haben wir noch einen Sektoiden. Ich glaube nicht, dass es uns was bringen würde, den noch einzufangen. Wäre aber auch mal interessant zu testen. Und Feldposten. Gut, mal sehen, ob wir hier irgendwas sehen können. Nein. Dann ist jetzt mal wieder Omega-Verschiebezeit. Verdammt, wir sind schon bei 37 Minuten. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll mit den Missionen. Mit den großen Missionen. Ob ich dann wirklich so eine langen Folgen immer mache. Wie jetzt. Weil es ist ja noch nicht wirklich ein Ende in sich. Das ist ein Problem. Okay, nachladen. Saturn läuft bitte bis. Bis hierhin. Schotzi läuft bis hierhin. Ah, da unten haben wir den Sektoiden. Okay, und tschüss. Kein aktiver Gegner, das ist doch schön. Dann gehen wir hier die 2 Schritte nach vorne und laden nach. Dann können wir auch hier nachladen. Okay, und ich würde sagen, es. Okay. Ich wollte sagen, dass es ganz gut wäre, wenn wir hier oben lang gehen würden. Damit man uns nicht von oben beschießen kann. Da werden wieder Leute einfach unsichtbar. Das ist nicht schön. Okay, wir spoten. Oh ne, wir spoten nicht. Wir laufen einfach bis hierhin. So. So, nachladen. Feldposten. Und Feldposten. Und. Nein, Feldposten. Die halten nicht so viel aus, aber die können relativ gut ausweichen. Oh Gott!
Gut, einen haben wir erledigt, aber einer läuft hier noch rum. Und da ist er. Okay, er bekommt seinen Angriff. Oder auch nicht. Saturn, erledige den mal. Du musst immer noch aufleveln. Bam. Sehr gut. Dann schicken wir Schotzi hier hin. Wo sie nachladen kann. Der andere Stapler geht hier hin, wo er nachladen kann. So, Feldposten für Lefebvre. Bishop schicken wir auf der anderen Seite lang. Papa Bär geht zusammen mit Bishop los. Oder sollte er zumindest. Verdammt. Okay, dann lauf mal bis hierhin. Eigentlich, Moment, wenn wir Bishop hierhin laufen lassen, dann kann Papa Bär hier auf die Position laufen, so. Nur für den Fall, dass böse Dinge kommen. Das da hinten sieht aus, als sollte man es einsammeln. Vielleicht ist es aber auch ein Antrieb und nicht mobil. Okay, Saturn schicken wir hier gleich mit. Aber jetzt geht erst einmal Bishop nach vorne. Zuerst einmal hier hin. Dann hier hin. Ja, es sieht beinahe wie eine größere Version des Sektoids aus. Aber nur beinahe. Was ist das für eine Energie? Wieso nur beinahe? Sieht für mich definitiv danach aus. Okay, Saturn. Lädt mal bitte nach. Schotzi muss dann jetzt hier demnächst runter. Verursacht bis zu 10 Schaden. Verkuppelnder Schuss? Fragezeichen. Ja, machen wir tatsächlich mal. Das sollte die zionischen Fähigkeiten von dem nicht einschränken. Aber es geht mir jetzt darum, den zu schwächen erst einmal. Damit wir ihn einfangen können. Und unfassbar. Dieses Alien hat irgendwie die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Okay, dann laufen wir mal bis hierhin. Ui. Wir sind fast in Reichweite. Denken Sie daran, was bei unserer letzten Begegnung mit diesem Alien passiert ist. Wir sind ihm noch nie begegnet. Achso, doch, Moment, im Tutorial meinen die. Okay, ja, alles klar. Das große Problem ist, bei der Gedankenkontrolle natürlich. So, mit Begleitschaden können wir die Deckung zerstören und bis zu 3 Schaden machen. Das heißt, wir töten ihn damit nicht. So, wunderbar. Ja, leider. Den verkrüppelten Schuss könnte ich jetzt so gut gebrauchen, aber na gut. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Oh Gott. Und geh in Deckung. Nicht wegrennen. Das ist nicht in Ordnung. Okay, Ziehpanik fehlgeschlagen. Nein, tu es nicht! Tu es nicht! Ah. Anscheinend wendet sich das Blatt endlich zu unseren Gunsten. Mit diesem Gerät haben wir ihnen eines ihrer letzten Geheimnisse entrissen.
Wir müssen so schnell wie möglich mit den Untersuchungen beginnen. Jetzt, wo wir Ihnen dieses Gerät abgenommen haben, sollten wir uns auf eine aggressivere Vorgehensweise der Aliens einstellen. Ich bezweifle, dass Sie über diesen Verlust begeistert sind. Okay. Operation Verfluchter Berg geschafft. 22 Gegner besiegt. Niemand verloren. Wunderbar. Na klar, wir haben unser Ziel verloren. Aber es gibt Applaus. Der Tank ist voll und die Kinder sind angeschnallt. Over. Verstanden, Bruder 3-1. Wir sehen uns. Der Tank ist voll und die Kinder sind angeschnallt. Ist das ein normaler Militärjargon oder soll das einfach nur zeigen, dass sie locker sind? Alles in Ordnung, Doktor? Finden Sie nicht, für eine Siegesfeier ist es noch ein bisschen zu früh? Wir haben gerade deren Befehlszentrale neutralisiert. Auf dem ganzen System gibt es keinen weiteren Alarm. Und wir haben ihren Anführer erwischt. In meinen Augen ist das ein Sieg, Doktor. Ihren Anführer? Wir haben jemanden erwischt, der einmal einen Einsatz angeführt hat. Ja. Also ich bin ja auf Valens Seite. So, jetzt müssen wir noch kurz zuhören und dann wird die Folge ganz schnell beendet. Ich hatte damit gerechnet, dass wir vielleicht auf 40 Minuten kommen. Wir kommen jetzt fast auf 50. Commander, ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die versteht, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist. Die Existenz dieses Artefakts, von dem wir annehmen, dass es sich um ein Kommunikationsmittel handelt, wirft die Frage auf, ob der Sektoid-Anführer der Kommandant der Aliens war und mit wem oder was er kommuniziert hat. Ich glaube, dass es sich tatsächlich um dieselbe Kreatur wie bei unserer ersten Alien-Begegnung handelt. Wie wir beobachtet haben, ist es irgendwie in der Lage, seine Gedanken als Waffe einzusetzen. Wenn wir das Hirngewebe dieser Kreatur untersuchen, können wir diese Fähigkeit vielleicht auch für unsere Zwecke nutzen? Klingt gut. Machen wir. Wie unhöflich. Verabschiedet sich nicht mal. Neues Ziel. Verfolge das Hyperwellensignal. Erforsche das Hyperwellenleuchtfeuer. Und Saturn wird endlich zum Colonel. Und ist jetzt auch ein Erretter. Medikizellen pro Anwendung insgesamt 10. Ja, jetzt ist unser ganzes Standardteam auf Körnel. Sehr schön. Sektoiden-Anführer, Autopsie, Hyperwellenkommunikation. Erbeutet haben wir Hyperwellen-Leuchtfeuer, 6 Sektoiden, einen Sektoiden-Anführer, 5 Superschweberleichen, 2 dünne Männer, einen Muton, einen Berserker, 2 Kristalliden, 4 Drohnen, 117 Illyrium, 176 Alien-Legierung, 50 Waffenfragmente, das ist gut, 90 Mate, 10x Alien-Nahrung. Ich habe gerade Dinge übersprungen. 15 Alien-Stasis-Tanks, 4 Alien-Chirurgien, 2 UFO-Energiequellen, eine Alien-Unterhaltung beschädigt, eine UFO-Energiequelle beschädigt und 3 Mechtoidenkerne. Ist doch anständig. Die Panik hat sich weltweit um 2 abgeschwächt. Wir behalten sie im Auge. Gefällt mir. Nigerien gefällt mir nicht so, aber sonst... Ja, Australien sind die einzigen, die noch ein bisschen rummeckern. Sehr schön. Gut, also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.